Wir fahren hier im Skatepark. Ich habe mir was an der Banane vorgenommen und das schaffe ich heute bestimmt. Wird ein Kampf, aber wir machen das jetzt. Ich fahre jetzt schon skaten, habe schon ein Video geschnitten, aber ich packe das nicht online. Die Tricks blende ich jetzt ein, die ich gemacht habe. Und heute fahren wir die hier. Letztes Mal war es die da hinten, aber die ist so zugewachsen, da kann ich gar nicht mehr dran fahren. Deswegen fahren wir die Curb. Ich habe zwei Tricks vor, aber einer klappt bestimmt nur. Ah, es wäre so schön. Ansonsten habt ihr ein Video und ich schaff's einfach nicht. Ah, ich mache jetzt einfach ein paar Tricks und dann kommt irgendwann der, den ich mir vorgenommen habe. Ne? Viel Spaß. Wollte unbedingt den Trick stehen. Da haben wir uns schon. Da ist noch die Nose rein, so sauber auch noch. Ich gedacht, da brauche ich ewig für. Alter, so, jetzt kommen die schweren Tricks. Ich muss mir einfach von drei aussuchen. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich draufspringe. Ich weiß nicht welchen. Links und zu weit. Nicht so super wie gewollt, haben jetzt mehrere gestanden, ein paar Slams gehabt. Und jetzt probieren wir nochmal ein.
Komisch gelandet. Ja, richtig. Okay. Ja. So mal. Den nehmen wir jetzt einfach. Front planten, ausplanten, Olli ausgreifen, ausgreifen. Jetzt gucken. Irgendwas fällt uns noch ein. Aber es war schon ganz gut für heute. Was Slams. Läuft. Machst du nix. So. Vielleicht fahren wir Handtrail. Ich glaube, ich fahre Handtrail. Aber nur ein Trick. Aber dann nehme ich den halt auch auf. Ne? Ich glaube, das mache ich auch. Ich bin mir unsicher, schon alles gewachsen und so, aber ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch unschlüssig. Damals kein Thema, heute ist heute. Und meine Fähigkeiten sind höchstens 2 Tricks, vielleicht 3. Ja, und die habe ich schon am Anfang eingeblendet gehabt und die wollte ich jetzt einfach hier machen. Deswegen habe ich die in Iserlohn gemacht gehabt, damit ich die hier machen kann. Aber hier ist schön rund, hier ist besser. Hier ist auch viel länger, was auch besser ist. Daher sollte eigentlich nichts dazwischen kommen. Also ich glaube, ich mache jetzt einfach Front Board, Lipslide. Ja, K-Grind, keine Ahnung. Ich glaube eher noch nicht. Noch ein paar in dem Climb hier und dann mal schauen. Ja, lief ja ganz gut. Front Land nicht so schön, wie ich wollte. Aber geschafft. Nosebleed auch nicht so schön, wie ich wollte. Aber geschafft. Also ich aber verlangen, dass der erste, den ich seit Jahren mache und dann die ganze Bananakörbe durch, bin schon froh, dass ich das so gut hingekriegt habe, wie es jetzt war. Also es fehlt noch Practice natürlich, so wie bei allen Tricks, die ich euch zeige beim ersten. So wie den Nolly Northwell Big Spin Off. Den habe ich so schön ohne Kamera gemacht, dachte ich, ach, der geht immer so gut. Und wo ich den vorher gemacht habe, war ich alleine am Fahren und dann beim zweiten für die Kamera war ich ein bisschen abgelenkt, weil ich bin noch nicht so gut darin, nicht mehr das auszublenden, die anderen Menschen, das muss ich wieder lernen. Also das kann ich nur, wenn ich die Tricks gut kann, dann kann ich die einfach machen. Aber wenn ich die halt weiß, ich brauche Konzentration und so, dann will ich halt losfahren, wenn ich mich bereit fühle und nicht, wenn Zeit ist. Deswegen mache ich jetzt hier mal 2 Tricks und hoffe, die klappen ganz gut. Ja,
Lipslides vom Board. Eigentlich wollte ich noch Körb fahren, aber ich glaube, das lasse ich für heute. Oder ein. Nur ein. Nein, habe ich keine Energie mehr zu. Machen wir ein andermal, keine Lust. Ich brauche Pause. So, ich habe mir noch überlegt, wir machen, ich will einen Bowl noch einen Backside Grab und Indie Grab to Fakie machen. Mal gespannt, wie das hinhaut. Bin ja jetzt schon lange kein Bowl gefahren. Das letzte Mal, keine Ahnung, das war, wo ich das hier gefilmt habe. Das war das letzte Mal. Ich bin so selten hier, weil ich immer in Iserlohn fahre. Mit Videos sieht man das ja. Aber ich ändere das. Ich glaube, das ist viel besser, wenn ich hier fahre. Ich kann viel mehr Tricks machen als da. Aber da hast du halt die Kollegen. So, jetzt machen wir hier erstmal was. Meine Achsen sind zu schmal und zu weich. Ich wackel voll, wenn ich Sprung gebe. Das macht mir das nicht gut. Keine Lust, die Fässer zu ziehen. Warum seid ihr so hackengelb? Das war nicht hoch, aber schön. Ich bin kaputt. Ich bin einfach nur kaputt. Ich schaff das nicht mehr. Den Nosebands leider war so anstrengend. Hat mir zu viel Energie gekostet, der Nosebands Light. Weil ich filme immer durch, mache dann immer einen Trick nacheinander, aber das war zu viel jetzt. Mann, jetzt habe ich keine Kraft. Aber ich merke das so, meine Achsen müssen breiter sein, ich brauche welche für 825 und 85er. Und die müssen härter, also Venture. Oder Indies. Die sind nicht so, also bei mir nicht, ich weiß nicht, was bei anderen ist. Die reagieren nicht so gut. Ich pushe hier rein, das ganze Board anwackeln. Voll kacke, also ich habe eh kaum Gefühl in der Rampe, weil ich das nie fahre gerade. Deswegen bin ich gerade froh, dass die Ollis geklappt haben. Und ich muss mehr Rampe fahren, daher muss ich jetzt öfters in HEMA auch. Einfach nur hin und her pushen. Ja, es ist nämlich schön, wenn man ein paar Ollis kann in der Rampe, richtig schöne. Und das machen wir auch. Das machen wir auch. So, jetzt machen wir erstmal Feierabend. Bowl-Tricks zum Ende, ein paar schöne geschafft, bisschen Rail gefahren. Weniger geschafft als vorgenommen, aber ist nicht schlimm. Dafür ja ganz gute Tricks. Und jetzt bis nächste Woche.